Einen wunderschönen, liebe Cuxhaven fotografiert werden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es darum, um den Herbst. Es ist bald wieder soweit, Herbstaufnahmen. Und ich zeige dir, wie du nicht einfach klick, 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 klick machst, sondern hammergeile Aufnahmen. Viel Spaß! Wir fangen an mit dem einfachsten. Wenn du losgehst, um ein paar Herbstaufnahmen zu machen, guck nicht einfach irgendwie wild rum, so nach dem Motto, oh, da ist ein geiles Motiv, bam, da ist ein geiles Ding, bam, und da, bam, und bam. Das geht voll in die Hose, da hast du einfach, ja, deine Speicherkarte in meinen Augen verschwendet und es ist dabei nichts rausgekommen, also nichts Tolles, ganz einfach. Die geilsten Herbstaufnahmen kannst du natürlich in der Heide machen. Schön am frühen Morgen, wenn es neblig ist, alles und die Sonne langsam hoch am Horizont oder durch den Bäumen kommt mit den Nebel, die Lichtstrahlen. Einfach hammergeil, sowas. Ich bin da leider zu nie wirklich gekommen, aber ich muss sagen, solche Aufnahmen sind einfach spitze. Aber was du machen kannst, ist zum Beispiel, wenn du jetzt, sag mal, Cuxhavener Schlossgarten gehst. Viele, das habe ich schon oft beobachtet, die gucken einfach nur klick, 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 der Ding ist im Kasten. Jein, du kannst es mal einfach machen. Guck dich mal um, ganz einfach so, mit dem Licht, guck mal nach oben, die Bäume. Wenn das Abendlicht, sage ich jetzt mal, schön raufstrahlt auf die ganzen bunten Blätter, sieht das hammergeil aus. Und dann am besten Weitwinkel benutzen dafür, 10 mm oder je nachdem, wie dein Budget ist, kannst du natürlich ein besseres nehmen, mit der besonderen Lichtstärke, mit der Blende. Und dann hältst du die Kamera einfach mal so stumpf nach oben und dann am besten schön rein ins Licht fotografieren und dann hast du ein geiles Hammer Herbstbild. Und wenn die Herbstzeit gerade ist, dann ist es auch die Zeit für die Pilze. So, das heißt, oder für bestimmte Blumensorten, die jetzt noch gerade anfangen zu blühen. Dann mach es am besten nicht so, dass du von oben rauf so klick, klick, klick. Das Bild sieht zum Kotzen aus, das ist meine Meinung. Die Erfahrung habe ich damit schon gemacht, das sieht echt scheiße aus. Geh am besten schön von unten ran, wenn das die Blume jetzt ist. Nimmst du die Kamera und schön von unten ran mit dem Lichteimer so rumgehen alles, dann hast du auch ein hammergeiles Herbstbild von Pilzen oder von Herbstblumen. Guten Schluss machen kannst, ist auch noch ganz einfach, wenn du unterwegs bist, um ein paar Herbstaufnahmen zu machen, dann such dir mal vielleicht irgendwo ein rotes Blatt aus und leg das irgendwo mal hin auf hellen Stein mit einem geilen Motiv im Hintergrund und dann machst du nur dieses Blatt scharf mit einer schönen tiefen Schärfe und das kommt auch hammergeil rüber mit dem passenden Licht. Also du musst genau alles abpassen, am besten versuch es mal mit ein paar Wolken und alles so, sag mal, zur Abendstimmung, wenn kurz vor Sonnenuntergang, eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang und dann suchst du das beste Bild davon raus und hast du auch eine geile Herbstaufnahme. So, ihr lieben Cuxhaven fotografiert Fans, ich hoffe, euch da draußen hat natürlich das Video hier gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen schicken Daumen nach oben geben würdet, hier unten einen Kommentar abgeben könntet, dieses Video teilen würdet. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Danke fürs Zuschauen, euer Marcel, Cuxhaven fotografiert und viel Spaß bei den Herbstaufnahmen. Klick, 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 klick. Ciao.